So, herzlich willkommen zurück. Ich habe mich oder versucht mal ein bisschen darum zu kümmern wegen die ganzen Lags. Ich habe einfach mal weniger DLCs genommen. Und ich würde meinen, es klappt jetzt besser, also flüssiger. Das heißt, wir lassen es erstmal so und die restlichen DLCs machen wir dann etwas später. Ich meine, wir haben ja Zeit. So, es ist gleich 5 Uhr, Saskia muss aufstehen. Eieiei, Textnachricht von, das wissen wir doch schon. Nicht schlafen, wir wollen eigentlich mal die Textnachricht lesen, aber ich weiß nicht wie. Die irgend. Ich dachte, es ist unser. Also, die haben ja auch hier gesagt, wir sollen die Tür zuschließen. Los, das geschaffst du. Super. Oh, ist das stark. Die stärkste im Knast. So, wir müssen unbedingt. Ja, was essen. Bevor nachher nämlich die Schule losgeht. Oh. Was? Das Smartphone ist das. Handwerkszeug, bla bla bla. Kontakte pflegst. Ja, das kennen wir. Saskia Sabberbach hat die heiße Lagerfeuerparty von Paris. Nein. Oh, sie ist ja dermaßen von out jetzt. Sie wird Streberin. Mikrowellenmahlzeit, na lecker. Nein, sie isst ein Joghurt zum Frühstück, einen Crème fraîche Joghurt. Sie möchte ja Model werden. Ein Model, welches Wirtschaft studiert hat und bei der Polizei arbeitet. ja, es passt alles nicht, aber. Nein, wir achten einfach mal auf unsere Lünür. Da. Saskia sicherlich die ein oder andere Affäre in ihrer Studienzeit erleben möchte. Vielleicht, wer weiß. Natürlich, das nenne ich mal nicht Joghurt. Das sieht aus wie ein paar Kleckse Ketchup, irgendwas Lilanes, wahrscheinlich von ihrem Kleid abgetropft. Und dazu gibt's Kartoffelbrei. Das nennen die hier Joghurt an der Universität. Traurig, aber wahr. So, um 8 Uhr beginnt die Schule. Wir haben 6 Uhr. In 2 Stunden geht's los. Spaß, uns fehlt ein bisschen der Spaß. Ist bei der Universität kaum zu glauben, dass da der Spaß wird. Oh, wir haben ja Tatsache einen Mini-Fernseher. Oder warte mal. Saskia wird erstmal Zockerin. Rennspiel, Skate, Sportspiel. Wow, ich spiele mal Skate. Skate habe ich selbst zu Hause. Habe ich, denke ich mal, schon mal erwähnt. Die haben eine Spülmaschine? Warum haben wir sowas zu Hause nicht? So, bald beginnt für Saskia Sauerbach der erste Kurs für heute. Verbleibende Tage bis zur Abschlussprüfung 4. Ach, doch nicht mehr. Leise! Ich dachte, sie zockt jetzt. Ah, jetzt. Deswegen war ich spannend. Also, ich muss sagen, die Grafik bei diesem Skate ist besser als im Originalspiel. So. Um 7 fängt es an. Also, um 8 fängt es an. Um 7 müsste man, glaube ich, mal so langsam losgehen. Oder? Nicht, dass wir schon zu spät kommen. Unterricht besuchen. Genau. Ist das gehört auf? Der nächste fängt an. Muss der nicht zum Unterricht? Oh, mit ihrem Designer-Rucksack sprintet sie los. Okay, gerade ein bisschen Lex, aber. Oh, sie wird doch Sprinterin. Sie wird eines Tages mal einen Marathon laufen, weil sie so energisch um die Ecken läuft, mit dem Bogen so drumrum. Ja, so sieht. So sieht's aus bei der Uni. Ach ja, ab da, mir fährt's mit Fahrrad. Trudelu. Hauptsache, Saskia fällt nicht hin. Sie hat noch nicht studiert. Fahrradfahren ist eine Kunst für sich. Wow. Das Stück hätte sie jetzt auch noch laufen können. Oh, dreiviertel schon. Fräulein Saberbach. Glaub, mein Schwein pfeift. Keine Viertelstunde vor dem Unterricht angekommen, ne? Imbo? Ja, Dünnefroy. Die Starks, ne? Aus Winterfell, Game of Thrones.
So, wie lange geht das jetzt eigentlich hier? War doch nicht allzu lange. Wir können ja mal schnell gucken. Das wird natürlich jetzt ein bisschen blöd immer, wenn sie in der Schule ist. Oh, hier sehen wir den Lernerfolg. Da ist noch Potenzial nach oben, würde ich sagen. Stundenplan. So, bis um 10. Dann wieder ab 12. Also jeweils immer 2 Stunden. 2 Stunden Schule, 2 Stunden Pause. Das nenne ich mal ein Leben. Warum bin ich nicht zur Uni gegangen? Ach ja. Ich weiß warum. So, natürlich nicht hart arbeiten beim Professor einschleimen. Das, nein. Kontakte knüpfen, schlafen? Mit wem? Textnachrichten an Freunden schicken. Das könnte ich hier unten sein. Und das zweite auch? Das vorletzte auch? Ja, etwas früher angehen lassen, alles klar. Kontakte knüpfen von der hinteren Bank aus. Beim Professor einschleimen. Höchstens mit Schleim beschmeißen. Hart arbeiten? Haha, nein. Ah, Saskia ist das Gegenteil. Saskia darf gerne hart arbeiten. Auch wenn die Hälfte schon vorbei ist. Ich spule mal ein bisschen vor. Was der immer so labert. Wäre mal geil, wenn... Jetzt müsste so eigentlich Schluss haben gleich. Na komm, Saskia. Spaß. Oh! Saskia war wohl die einzige Teilnehmerin. Wirtschaft ist wohl nicht so gefragt. Kann ich verstehen. Kann ich wirklich verstehen. So, Saskia, du hast bloß 2 Stunden Zeit. Steh nicht so doof rum. Amüsier dich einfach mal. Was kann man hier mal betrachten? Sitzen. Oh ja, damit sieht man sich ja vollkommen. Kann man hier mal ein paar Kontakte pflegen oder knüpfen? Das ist alles so strebermäßig hier, finde ich. Vor allem, die rennen von einem Kurs zum anderen wie Weltmeister. Ja, und Saskia steht doof rum. Wie? Jetzt rennt die schon zum nächsten Kurs. Das muss man sich mal geben. Wer ist schneller? Wie heißt er hier? Was? Marmot. Geiler Name. Mich würde mal interessieren, ob dieser Alltag... Wo rennt sie denn hin? Er rennt bloß hinterher, alles klar. Oh, es leckt mir ein bisschen, aber ist okay. Oh, sie ist... Die eine ist fertig, die andere kommt. Also Saskia ist wirklich ein Streber. Es fängt um 12 an, aber sie ist schon kurz nach 11 da. Aber aus irgendeinem Grund steigt er es hier oben trotzdem an, hier links rum. Banag! Kann es denn, dass die alle dick sind? Wird man an der Uni dick? Ich meine, kann ja sein. Ich war nie auf der Uni. Saskia ist angespannt. Warum denn das? Um 18 Uhr ist, glaube ich, dann wieder schon immer 13, 14. Ich weiß gar nicht, war 16 schon. Das akademische Leben ist eine Herausforderung. Kann aber auch sehr lohnend sein. Möchtest du mehr darüber erfahren? Nein, wir lernen genug. Hier ist mit der 4 Tage bis zur Abschlussprüfung. Also, Saskia, halt dich ran. So, wir können ja mal gucken, ob das steigt. Unser Wissen steigt nicht, obwohl wir zu so einer Kack... Also schon zur zweiten Sitzung eigentlich sind. Aber es steigt irgendwie nicht. Saskia ist total gestresst nach 4 Stunden Schule. Ja. Das ist wirklich Saskia, also ein Mensch aus der heutigen Zeit, ne? Kaum ist irgendwie was ein bisschen schwieriger, schon vollkommen gestresst. Früher war alles anders. Ja, das stimmt. 14 Uhr um... warte mal. Ja, hat sie 3 Stunden gemacht. Dein heutigen Kommentar zum Unterricht war wirklich erkenntnisreich, Saskia. Wow. Ein Kommentar so in 2 Stunden. Respekt. Saskia ist total geschafft. Ich weiß gar nicht, muss man hier eigentlich jedes Seminar oder jede Sitzung mitmachen? So, Saskia, knüpfen wir ein paar Kontakte hier noch. Ja, die rennen ja alle zum nächsten Dings.
Kekse Fübner. Hier, nimm die hier. Achso, vor allem, ich dachte eben so, wieso spricht die mit dem Busch? Shoney. Aber okay, daneben steht noch eine andere Olle. Saskia? Hi, Vitor. Free, Kabolatanu. Filano, Tavanor. Das Wichtigste im Bereich Musik, Level 2, Unterricht teilnehmen. Ey, das... Wieso denn Musik? Irgendwie verstehe ich die Uni nicht so ganz. Und warum? Saskia verstehe ich auch nicht. Die ist immer eine Stunde vorher da. Die macht 3 Stunden und der Leistungsstand steigt einfach nicht. Es ist belastend. Vor allem die beiden chillen einfach noch eine Weile. Obwohl, die sind ja... Die sind auch zu früh. Aber immerhin bloß eine halbe Stunde. Saskia ist eine Stunde zu früh da. Ich verstehe das irgendwie nicht. Aber okay, die 4 Tage kriegen wir rum bis zur Abschlussprüfung. Sie muss einfach bestehen. So gut wie es geht. Und wahrscheinlich wird sie dann Olle Trump hier ablösen. So, wir spulen einfach wieder mal ein bisschen nach vorne. So, ich glaube, jetzt würde der Unterricht erst anfangen. Ne? Aber nein. Saskia, keine Ahnung, was die noch vorher macht. Putzt die Tafel oder weiß ich nicht. Ich kenne ihr streberliches Dasein nicht. Vor allem die Olle hier guckt seit Stunden. Wer ist denn das hier? Hier, Christi. Die guckt seit Stunden in diesen scheiß Dingens hier. Teleskop. Oh, sie hat was entdeckt. Was ist denn da oben? Wow, Bäume. Sie guckt sich gerade Bäume an. Nice. Oh, guckt euch das an. Ein toller Baum. So einen Baum habe ich noch nie gesehen. Jetzt Asch. Max, es ist kein Horrorspiel. Das war gerade ziemlich laut. An Whiteboard-Tabellen zeichnen. Ziel, zeichne am Ort Connors Haus des Studentenverbands eine Tabelle an ein Whiteboard. Wow, eine Tabelle zeichnen. Belohnung? Keine. Kannst du knicken. Wir sind gestresst genug. Vor allem Saskia Hundemühe. Komm, Mädel, ab nach Hause. Da frage ich mich echt, wie sie irgendwie, keine Ahnung, Kontakte knüpfen soll oder weiß ich nicht. Obwohl, morgen ist ja bloß... Halt, stopp. Saskia, bei dir. Wo ist der Stundenplan? Morgen ist Dienstag. Morgen ist bloß von 16 bis 18 Uhr. Das ist gut. Das ist gut. Haben wir ein bisschen Zeit und die 2 Stunden da kriegen wir rum. So. Sie ist hier und du bist da. Was könnten wir machen? Sie hat ganz großen Hunger, Spaß. Hier ist aber auch keine Menschenseele irgendwie da. Genau. Was willst, möchtest du essen? Teller nehmen. Hat bestimmt Anne gekocht. Ist wieder nicht, nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, ist ja wieder ungenießbares Essen. Anne, die Sterneköchin. Wo ihr selbst von schlecht geworden ist. Ja, aber das würde mich echt interessieren, ob das wirklich so hart ist. Ich meine mal nicht ganz so hart und ich glaube nicht, dass man eine Stunde vorher da sein muss. Aber... Ja, weil... 2 Stunden dahin, 2 Stunden dahin... Hört sich erstmal gar nicht so viel an, wenn man das hier so sieht. Was ist das? Ist das gar verreckt wieder beim Essen? Vor allem Saskia braucht irgendwie jemanden, mit dem du Spaß hast. Also ich meine so... Na, dich nicht du. Du bist weiblich. Ich meine, ne, die Duschaktion, die ist... Die muss noch drin sein in den 4 Tagen hier. Ich bezweifle es aber so ein bisschen. Wo sind... Oh, hier kann man ja Sport machen. Wusste ich gar nicht. Das ist ja interessant. War das hier noch? Oh, hier kann man noch schlafen. Hier sind noch... Mit Kamin! Ah, hier ist so ein Dings. Hier kann sie malen. Das ist wahrscheinlich für die Künstler. So, schlafen bis vollkommen. Ich weiß gar nicht, könnte man, weil...
dieses Bettchen, das ist ein bisschen. Ich probiere es einfach mal. Moment. Ah ja. Ich verkaufe das Bett von der Uni und stelle mir jetzt ein besseres dahin. Genau das. Wie teuer ist es? 3.500. Obwohl, ist leicht übertrieben. Komm, nimm mal das Bett wie zu Hause. Ein Doppelbett natürlich. Ich meine, man weiß ja nie, wer noch mitmachen möchte, ne? Im Bett. Ah, Judo. Nein, nicht Judo. Ab ins Bett. Obwohl, ihr könnt ja auf Toilette gehen und Dusche. Komm, duschen können wir noch. Techtelmechtel, nein. Benutzen. Und dann kippt sie wahrscheinlich bald um. Sie ist müde, ja, ich weiß. Sie, oh, Saskia. Hier ist auch keine Sau und hier sieht es, sie ist aber auch weiblich. Saskia, du arme Mensch. In welches Haus bist du da gekommen? Oh nein, ich hab's natürlich nicht selbst ausgesucht. Doch, habe ich. Musste ich. Aber ich wusste ja nun nicht, was für Vollloser hier einziehen. Hat sie gerade gekotzt? Hat sie gerade so angehört? So, jetzt erstmal ab mit dir ins Bett. Ins Bett. Jetzt müssen wir erstmal wieder hier. Saskia darf da drin schlafen. Und nur Saskia bis jetzt. Oh, Saskia ist ein bisschen. Was ist sie angespannt? Müde? Kalte Dusche? Ist das traurig hier? Angeekelt? Wegen was ist sie denn? Weil Sim stinkend Sim begegnet ist. Ach so. Der stinkt hier schon wieder. Er hier wahrscheinlich. Auch Alter Kahn, der keine Kinder mag. Der passt irgendwie nicht für Saskia. Ich denke mal. Saskia möchte gerne ein Kind haben. Wer schläft hier? Nee. Wer bist du? Du bist der doofe Kahn. Oliver Kahn. Hier ist kein. Ja. Wer duscht hier? Sieht aus wie Frau. Nee, ist ein Mann. Oder? Nee, ist doch eine Frau. Oder? Nee, ist ein Mann mit Zopf. Anuki Moon. So sieht der auch schon aus. Vielleicht könnten wir uns mit den Anuki mal. Oh. So für Saskia. Dann kommen wir vielleicht von oben. Ah, oh, für die Männerwelt. Frauenwelt. Für die Männerwelt vor allem. Für die Frauenwelt da draußen. Und natürlich auch für einige Männer. Warum nicht? Ein toller Anblick gerade gewesen. Oh, oh. So. Na, schlaf dich ruhig aus, Liebes. Schlaf dich aus. Hast jetzt auch ein besseres Bett. Und morgen gucken wir mal, was dieser tolle Anuki so zu bieten hat, ne? In eurem Bett. Wird wahrscheinlich so sein, ne? Kind kriegen, ne? Und dann ist die, das Semester vorbei. Anuki ist weg, wurde nie wieder gesehen. Das wäre ein bisschen bitter. So leicht. Na komm, ich sprühe schon nach vorn. Damit sie ein bisschen ausgeruht ist. So, ich darf's aufstehen. Diese Weckung war doch nett, oder? Wo ist Anuki? Bist du Anuki? Du sollst nicht rumstehen, ich will wissen, ob du Anuki bist. Nee, Anuki sind. Doch, das ist Anuki. Aufwecken. Komm mal hier hingehen, genau. Haus säubern, ja klar. Warum hat der einen Kamin? Oh ja, der hat Muskeln, der hat Muskeln. Freundlich begrüßen. Der hat Hunger, genauso wie wir. Saskia hat schon wieder Hunger. Komm mal, Nuki. Na, der sieht doch ein bisschen beschissener nach. Was machen die denn da? Fremdbestäubung, jetzt schon? Saskia kommt nicht vom Puff, also denk. Anuki, Hitler. Schön.
Ach du Scheiße. Oh, überall in der Universität gehen. Kureni Sasa. Anoki, Hitler. Yoshu, Malaka, Ia. Ja. Seki. John Dusa. Was soll ich jetzt dazu sagen? Amabat. Sadismus, ja. Nib. Ruxa Nibi Snips Iadu. Romantisch. Priaki Yap. Nein. Ibaru. Blumen geben, von wo sie auch immer. Ucha. Freundlich geht. Chogos. Schlubanak. Haben wir nicht rot? Romantisch. Rot, genau. Nörklafubel. Geben wir mal. Ihnen mal einfach Blumen von wo auch immer wir die haben. So. Aisha nimmt. Oh. Oh, da. Das riecht gut. Das passt in meinem. Nein, ich soll es lieber auf. Oh. Ficken, ficken, ficken. Wer weiß? Krimelatz? Be worth. Ah, new frog. Na, anscheinend nicht, oder? Für Kokett. Oh, oh, um. Klorg. Er springt doch sofort an, ne? Der hat wahrscheinlich bloß Hunger. Ekliges Video zeigen. Pflicht einfordern. Durch Null dividieren. Oh nein, für Studierende. Internet, Katzenvideo zeigen. Was? 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 Was hat er jetzt gemacht? Och, Sasuke, du kriegst doch überhaupt nicht geschissen. Los, freundet euch an. Sieht man da was? Oh, ein Katzenliebhaber anscheinend. Ja, betouch das Handy. Da, Katzen mag ich. Ich liebe sie. Am liebsten vergast. Nein. Ja. Ja, das gefällt mir aber. Mitbewohner, was könnte man alles machen? Stuhl. Anschnorren. Anschnorren. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Our tubes, Pansaki. Ach so. Um Geld bitten. Progeny? Anubi. Adkobine, Shasha. Nuraka. Sim bitten, bla bla. Fragen, ob Sim gut geschlafen hat. Haben wir jetzt echt Geld bekommen? Dann sind der für Knatter. Aber so mal so einen Wildfremden. Obwohl, wir sind ja schon bekannt da. Bujani. Wir sind ja schon bekannt da. Fragen, ob er Single ist? Haben wir sowas nicht? Geistergeschichte erzählen, ja, so am Tag. Was war das? Er hat einen leichten Schlaf, okay. Oh. Narbo? Oh, oh. Denk so. Ist schockiert. Romantisch, Anmachspruch. Ich verstehe das nicht. Chamna. Eben will er das auch und jetzt nicht mehr? Das verstehe ich. Diese müssten eigentlich, glaube ich, bloß entschuldigen, komm. Josh, haben wir Stimmelstock? Lurba Snork. Anasch. Jo, jetzt sind wir wieder Freunde. Das fände ich toll. Wir sollten zusammen die Welt regieren. Ekliges Video zeigen. Wahrscheinlich, wo sie mit Anne sich geküsst haben. Jetzt kommt dieses Video. Bitte was? Also ich habe noch nie ein Video gesehen, wo ich fast kotzen musste. Ich meine, mich abbrechen. Über ungerechte Professor. Das kommt bestimmt wieder ganz gut an. Three, yes. Die Sportler sind eine sozial motivierte Gruppe, deren Mitglieder das Gleichgewicht zwischen blablabla bla bla Leben und anderen Dingen perfekt beherrschen. Okay. Sollt ihr mir jetzt was sagen? Freundlich gemein? Nee, freundlich. Hess. Lerngruppe gründen? Das müssten wir natürlich auch machen. Überschwänglicher Kuss Blumen geben. Haben wir ja schon mal. Ja, er ist garantiert ein Macho. Unwahrscheinlich eine Führerperson. Ich weiß schon, wie ich die Folge nennen werde. Ich weiß bloß nicht, ob es so erlaubt ist. Oh, wir haben alle gar nichts gemacht, aber wir lachen einfach mal, weil es so toll ist. Guandu Blurpsi. Kimlash. Sorka.
Wir können nicht. Romantisch. Ich weiß nicht, überschwemmen wir. Sternzeichen fangen vielleicht mal. Wir müssten auch bald. Nee, noch nicht 16, glaube ich, wo wir zur Schule müssen. Stier. Er ist Stier. Fragen, ob es ein Ziel ist. Bist du verheiratet? Ich bin doch kein Noob. Natürlich bin ich kein, nicht verheiratet. Ich bin Single. Eva. Schön. Geschenk geben. Ja, warum nicht? Ja, toll. Das möchte ihr auch natürlich haben. Hoffnung und Liebe. Oh ja. Nein. Oh nein. Na. Saskia, du versaust wieder alles. Gib ihm Geschenk. Warte nicht mal ein scheiß Geschenk, Willa. Ach so. Was? Er fragt ja auch nicht. Wir müssen ja alles machen. Entschuldigen natürlich wieder. Josh. Jimmel Josh. Ibi Nork. Alles okay. Ich bin nicht nachtragend. Josh, nein, küssen nicht freundlich. Beschweren. Das klappt wahrscheinlich ganz gut. Chanel. Crow. Super, das wusste ich. Schockiert? Okay. Angespannt. Hat der auch gar kein. Sie hat auch gar keinen Spaß mit ihm so irgendwie. Speziell, was gibt's da? Freundschaftlich kennenlernen, wow. Ja, ich würde sagen, wir lassen ihn jetzt einfach mal in Ruhe. Das braucht natürlich ein bisschen. Hör doch mal auf damit! Der versaut auch gleich wieder alles, ey. Haarentrank, so, geht auf Klo. Geh putzen, Saskia, meine Fresse, was besser kannst du ja eh nicht. Ist ja schlimm. Was? Nachtrag fahren. Ja, okay. Wir halten uns einfach mal an ihm, auch wenn es jetzt am Anfang nicht so gut geklappt hat. Anuki hat einen schlechten Tag. Sagt er um 11:30 Uhr morgens. Da, der Tag. Ich musste aufstehen. Und ich habe noch nichts zu speisen bekommen. Das geht nicht. Das ist unakzeptabel. Ich will ein Bier. So, achso, wir gucken mal lieber nicht entlang. Sonst fühlt sie sich wieder. Ja, bei Spaß weiß ich nicht. Ist ein bisschen. Zu einer Uni Spaß haben. So, Brot mit Marmelade. Und wehe, das ist keine deutsche Marmelade. Aber den Anuki, ich glaube mal, den werden wir uns irgendwie ins Bett holen. Aha. Nein, natürlich nicht. Soll ja alles. Alles braucht seine Zeit. Wir können ja nichts erzwingen. Doch. Nein, können wir nicht. Jetzt tun wir ein Brot mit Marmelade. Und wann beginnt dann nochmal der Unterricht? Dienstag hier. 16 bis 18 Uhr. So, sagen wir, haben wir bis 15 Uhr Zeit? Weil um 15 Uhr muss sie ja schon wieder da sein anscheinend. Oder möchte sie gerne da sein. Oh, hier geht's gar nicht so gut. Obwohl, jetzt geht's hier wieder gut. Eben wart ihr noch im roten Bereich, jetzt geht's wieder. Ich würde gerne mal an so einer Sitzung da teilnehmen. Also mal schauen, was die da so wirklich machen. Aber anscheinend. Los, lass es einfach liegen. Geh noch ein bisschen Fernsehen gucken. Aber wir kommen auch gar nicht so wirklich zum Lernen. Spülmaschine, nein, lass es stehen. Wir lernen jetzt einfach mal ein bisschen. Lesen? Bindungsangst? Wie kann man denn für die Schule lernen? Am PC vielleicht? Lernen, genau. Du interessierst dich also für Wissenschaft und solltest du vermutlich das hier lesen. Ich interessiere mich nicht dafür. Ich muss es wegen der Polizeiarbeit. Normal lernen, fleißig lernen, Oberfläche lernen, fleißig natürlich.
Ich weiß auch nicht wirklich, ob das denn was bringt. Weil wir sind hier immer noch bis zur plus die Hälfte, ne? Oh, Freitag ist schon rot markiert. Rot im Kalender markiert, das bedeutet nichts Gutes. So, wir machen sie natürlich wieder vollkommen fertig. Oder? Mit dem Lernen? Obwohl, es geht. Es geht. Sie ist natürlich noch angespannt. Und schockiert. Hm. Naja. Er zockt Skate. Und muss mir hier gleich überschreien. Wo ist eigentlich Anuki? Müssen ihn ja so mal ein bisschen betrachten. Nicht, dass er gleich wieder fremd geht. Anuki ist wahrscheinlich... Ja, das ist bestimmt eine Muckibude. Oder auch nicht. Ist hier, liegt hier eigentlich überhaupt jemand? Okay, kann man nicht erkennen. Oder kann man nicht sehen, ob da jemand schläft. Mich würde mal interessieren, wie viele hier im Haus wohnen. Weil so viel sind es ja nicht, wenn man das hier so sieht. Da ist gerade mal einer. Mit Sasuke zusammen sind zwei. Also viel ist da irgendwie nicht so. So, lerne mal ein bisschen schneller. Ich meine, wenn sie jetzt so lernt, das werde ich einfach immer mal ein bisschen vorspulen. Weil ich glaube, das juckt nicht allzu viel, wie sie da am PC hängt. Genau, jetzt gehen wir mal gucken, vielleicht können wir jetzt was erkennen. Aber sie hat gelernt, das ist gut. Es ist natürlich wieder nicht angestiegen. Ich weiß gar nicht, wozu wir eigentlich lernen. Das ist fraglich, Junge. Oh, jetzt joggen wir alle wieder. Oder gehen wir jetzt wieder zur Straße? Oh, nee. Schade. Der Marathon geht woanders lang. Boah, ist ja geil. Oh nein, wir haben ja Wirtschaft. Langweilig wie eh und je. Ist es nicht dieser Connor-Raum hier? Ja, das ist Connors Haus. Oh, die sind ja schon alle da. Hat der gerade einen erschissen? Hat die gerade geschissen? Debbie Sau! Sitzen. Ich würde euch. Es hat nicht mal angefangen und er pennt. Hm, was ist das? Ein Heft. Erstmal malen. Oh, er ist aufgewacht. Oh, Entschuldigung, wir haben ihn gestört. Was? Was machen die in der Nacht? Wir sind doch auch aus gut. Natürlich nicht, sind wir nicht. So. Ja, jetzt mal los. Ich kann nicht erkennen, was das sein soll. Um ehrlich zu sein. Vorlesung besuchen, da macht sie doch. Notizen machen. Also ihr könnt gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob das wirklich zwingend notwendig ist, hier wirklich alles nachzugehen. Lass gar nicht einschlafen. Wir können auch nicht einstellen, ob sie hart ihre Notizen schreiben soll oder eher weich. Aber sie macht es zumindest. Sagte ich und sie packt es weg. Ha! Saskia! Mach den Arm runter, stinkt. Sie nimmt sie aber überhaupt nicht ran, oder? Aber es ist cool, dass man es mal so sehen kann. Aber da. Ich dachte, wir machen hier irgendwas über Wirtschaft. Sie redet über den Tod. Lässt ja tief blicken. Aber es ist cool, dass die Sprecherin da Saskia rangenommen hat. Oh, jetzt kommen die Killerkaninchen. Ah, nee, sie wischt bloß weg. Ich spule es jetzt einfach mal nicht vor, damit wir das auch mal gesehen haben. Aber ich glaube, so spätere Lesungen werde ich dann vorspulen. Was schreibt sie da? Also Saskia eben, die hatte bloß hier weggewischt. Die Tafel schmutzig. Vor allem, sie schreibt irgendwo und dann ganz woanders kommt denn was, ne? Na, wer schläft hier alles? Wer? Die Olle schläft ja immer noch. Ah, jetzt schläft er hier. Sie hat wieder mal keinen Plan, was... Oh, der Blick! Ich will sie alle töten. Wenn das hier vorbei ist, lauf ich amok.
Ja, er kommt, warte mal. Er kommt 1,5 Stunden zu spät. Na okay, sie verpennt ja auch da hinten 2 Stunden, also ist ja nicht so schlimm. Und Saskia, die ist fleißig mit dabei. Sieht zwar eine Miene, als hätte sie 3 Tage keine Sonne gesehen, aber sie strengt sich an. Ach so, Rede üben, Protest, Ankündigung für? Oh, cool. Wir könnten das auch machen. Ey, es ist angestiegen. Ein wenig. Nice. Nice, nice, nice. Scheint doch was zu bringen. Schnarch. So, 10 Minuten ist die Sitzung vorbei. Aua. Hör auf da vorne. Nicht, dass die anderen noch wach werden. So, es ist vorbei. Ey, wie sie da synchron können. Und alle losrennen. Los, das gehört stehen. Was machen die da? Sie haben den Blues. Wo rennen die alle hin? Rennen jetzt Tatsache alle nach Hause? Ja, stimmt. Ist ja auch schon Tatsache 18 Uhr. Ich meine... Manu. Ich dachte, das Studentenleben, dass wir da irgendwie was Cooles machen können. Er hat gesoffen, der ist Hacke, der ist fertig. Der findet schon keine Banken mehr zum Computerschreiben. Was gibt's denn hier? Schwarzes Brett studieren? Rassist. Pflichtherausforderung, Tagesjobs, Jobs von sozialen Gruppen. So bescheuert, wir sind ausgelastet genug, würde ich sagen. Ist hier irgendwo an, okay? Alter, wie sie sich alle nicht mögen. Traurig.